Servus Camper, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es, wie von euch ja schon lange erwartet, darum, um mein Erfahrungsberichte-Video zur Klesana C1-Toilette. Hier steht meine alte Kassettentoilette und die ist jetzt 3 Monate ausgebaut gewesen. Ich habe jetzt 3 Monate lang die Klesana bei mir drin gehabt, gute 3 Monate. Und jetzt schauen wir mal, ob ich damit zufrieden war und ob die Kassettentoilette für immer rausfliegt. Oder ob sie vielleicht wieder reinkommt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Kleiner Hinweis noch, das ist ja das zweite Video zur Klesana. Das heißt, wenn ihr das erste Video vom Einbau und so die allerersten Tests noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das am besten vorher an. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder hier oben unter dem i. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein und schauen uns an, wie zufrieden ich war. Vorneweg, ihr erinnert euch, wer das erste Video von mir angeschaut hat. Das ist ja jetzt, wie gesagt, schon gut 3 Monate her. Da habe ich ja einen Hundebeutel aufgemacht und hier mal eingeschweißt und euch gesagt, ich heb den mal auf und wir schauen uns mal an, wie der quasi jetzt nach einer gewissen Zeit ist. Und man sieht jetzt hier, also die Verschweißung ist tatsächlich sehr gut. Der lag jetzt einfach draußen, ich habe den sogar vergessen. Der lag neben dem Wasserdruck, also der Witterung auch ausgesetzt, muss man sagen. Und der ist immer noch dicht. Also da fehlt sich gar nichts. Man richtet schon ein bisschen was raus, habe ich so das Gefühl. Aber keiner hebt ja 3 Monate lang seine Beutel auf. Nur einfach so zum Thema Auslauf, Sicherheit oder so, da ist nichts ausgelaufen. Das ist immer noch vollkommen in Ordnung. Genau, und wir legen jetzt einfach mal hier eine neue Folienleine ein, zeige ich euch auch nochmal. Und dann schauen wir uns eben an, was da jetzt gut, schlecht oder sonst so ist, wenn die geliefert werden. Ich habe mir jetzt erst wieder neue bestellt. Kam jetzt gestern, da sind ja immer zwei drin pro Packung. Und die haben immer auf irgendeiner Seite so einen roten Strich, so eine rote Markierung. Da zieht man die eben auf. So. Und so schauen die jetzt aus. Also in meinem ersten Video habt ihr noch gesehen, ich kann es euch mal hier zeigen. Da waren die noch ein bisschen heller. Da hat jetzt Klesana auch ein bisschen nachgebessert. Die sind ein bisschen dunkler geworden, dass man nicht so viel durchsieht auch. Nur so als nebenbei Erwähnung. Und dann geht es genauso wie im anderen Video auch. Man klappt die quasi einfach auf, klappt die hier drüber. Und zieht sich dann einfach nach oben. Das Ganze hier so raus und zieht dann einfach ein bisschen an. Und stülpt es hier so nach unten durch. Aber keine Angst, ihr müsst euch nicht jedes Mal mein Video anschauen. Das hatte ich auch letztes Mal schon so erwähnt, das ist auch beigeblieben. Hier ist ein kleiner QR-Code drauf, das heißt, das kann man, wenn man es nicht mehr weiß, ich musste auch noch ein, zweimal am Anfang nachschauen, wie das ging. Da scannt man sich das einfach im Handy kurz und kann sich dann auf YouTube eben noch das Video von Klesana zu dem Folienliner-Tausch anschauen. Genau, und dann legen wir die mal ein, da nehme ich die Kamera jetzt aber mal mit. Ich habe ein recht kleines Auto, das ist ja nur 5,40 Meter lang, deswegen ist entsprechend das Bad auch recht klein. Also ich hoffe, ihr könnt es von der Kameraführung trotzdem erkennen. Das Ganze wird einfach nur hier dann reingelegt und dann wird der Deckel eingeklemmt. Das habe ich euch aber ja in dem anderen Video auch schon mal erklärt. Und dann ist das Ganze jetzt fast fertig. Jetzt können wir natürlich nur nicht drauf gehen, weil, da nehme ich die Kamera mal kurz mit. Jetzt ist ja hier noch ein Loch. Das heißt, das allererste Mal muss das Ganze erst verschweißt werden. Also Deckel schließen und der Toilette quasi sagen über das Display, pass mal auf, jetzt machst du einen neuen Schweißvorgang oder jetzt hast du einen neuen Folienliner eingelegt. Jetzt hören wir auch bei der Toilette schon, dass sie arbeitet. So, ich habe jetzt nochmal umgestellt, die Kamera. Dann seht ihr es jetzt nochmal ein bisschen besser. Also die Toilette hat jetzt fertig quasi die erste Schweißung gemacht. Und wir haben unten im Fach drin dann einfach hier sozusagen das Endstück. Ja, und das entsorgt man dann und dann ist man jetzt quasi, ist die Toilette fertig zum Benutzen. Und jetzt kommt gleich der erste Punkt, der hier sehr positiv ist, oder zwei, die ich euch jetzt gleich mal im Vergleich hier zur anderen Toilette zeigen kann. Hier oben einmal der Deckel, der ist ziemlich stabil. Das heißt, hier kann man sich problemlos draufsetzen.
ohne dass da irgendwie was zusammenbricht. Und ich versuche es jetzt mal mit der, wie soll ich mal, der Toilette hier mal zeigen kann. Seht ihr das? Ich blende es euch mal direkt ein, wie das Ganze dann ist. Das heißt, die normale Toilette, die gibt ja ziemlich nach. Also die ist nicht so stabil vom Draufsitzen. Das ist schon mal der erste Pluspunkt, der mir jetzt persönlich aufgefallen ist. Gut, der nächste Punkt ist, wenn wir uns jetzt beide Toiletten mal hier nebeneinander anschauen. Bei der Klesana habe ich ja den kompletten Raum hier, den ich quasi für mein Geschäft nutzen kann. Das ist jetzt beim kleinen Geschäft nicht so wild, weil da geht es ja auch mit der kleinen super, da läuft ja auch dann alles hier rein. Aber ihr seht schon, was man jetzt hier beim großen Geschäft verrichtet, muss am Ende bei der Kassettentoilette hier durch dieses kleine Loch. Und wenn wir jetzt da viel, also ihr kennt es bestimmt, wenn man da jetzt viel Klopapier reinmacht, spült, dann verstopft es oftmals, weil das alles hier durch dieses kleine Ding rein muss und auch am Ende wieder raus. Und wenn wir uns das bei der Glesana halt, wie gesagt, hier anschauen, da haben wir halt diesen ganzen Bereich, den wir nutzen können. Das heißt, auch wenn wir da Klopapier reinpacken und so weiter, wir haben einfach Platz. Ja, das Ding kann nicht verstopfen in dem Sinn. Dann schauen wir uns die Benutzung nochmal an. Ich gehe jetzt nicht vor euch auf die Toilette, aber wir haben ja letztens schon die Hundetüte offen eingepackt und so weiter. Was jetzt hier ein Vorteil ist, der mir aufgefallen ist: Man kann zusätzlich, da das Ganze ja verschweißt wird, das nicht nur fürs kleine und große Geschäft verwenden, sondern zusätzlich auch noch den Müll quasi darin mit entsorgen. Weil das kommt ja sowieso in Restmüll und hat somit auch weniger Mülltüten, die man sonst so braucht. Ja, also ich habe jetzt nicht so viel Müll da, aber dann, dass ihr es euch quasi mit vorstellen könnt, ich kann ja jetzt auch wieder drauf gehen und das Ganze verschweißen. Das machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt hier mal noch ein bisschen was rein, damit ihr das auch nochmal seht mit dem Papier, was ich gemeint habe. Also wenn wir jetzt hier aufs Klo gehen und da das Papier reinschmeißen, wäre unsere normale Kassettentoilette jetzt schon bis oben hin vollgestopft und das würde gar nicht hinhauen. Und so packe ich da quasi mein Papier rein und habe da eben echt Platz. Und anhand der Größe von dem Geschäft, das ist ja jedes Mal anders. Wenn ich jetzt nur ein bisschen klein drauf gehe, na, dann brauche ich ein bisschen weniger. Wenn ich groß drauf gehe, brauche ich ein bisschen mehr. Anhand dessen kann ich ja auch auswählen, wie groß die Tüten sind. Und jetzt machen wir mal einen Einschweißvorgang. Ich versuche jetzt mal, ob ich euch das hier. Ich habe das Display ja noch hier. Hier zeigt er jetzt übrigens am Display immer die großen Vorgänge an pro Schweißeinheit. Das heißt, wir könnten jetzt 26 mal einen großen Beutel machen, aber Vorsicht, nicht, dass ihr glaubt, der Beutel ist nach 26 Toilettengängen schon aufgebraucht. Das wären 26 große, aber wir gehen ja auch klein. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze eben auszuwählen. Wir haben die Möglichkeit, also ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt, damit wir es uns anschauen können und mache mal einen großen Verschweißvorgang. Und jetzt hören wir es schon. Die Toilette saugt jetzt quasi, ja, der Ventilator saugt das so ein bisschen zusammen. Dann wird das Ganze jetzt verpresst, aber das blende ich euch mal ein, versuche ich euch einzublenden. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal die Beutelgrößen noch mal so ein bisschen erwähnt. Also es gibt fürs ganz kleine Geschäft gibt's die ganz, ganz kleinen Beutel. Ja, dafür drückt man auf dem Panel hier zweimal auf die kleine Taste zum Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit, einen normalen kleinen Beutel runterzulassen. Der ist ein bisschen größer, also wenn ihr euch das Ganze jetzt so anschaut. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den normalen großen, den wir jetzt gerade haben, und einen extra großen. Aber den habe ich jetzt aber zum Beispiel nie gebraucht. Ich nutze die Toilette sowieso ein bisschen anders. Da komme ich aber gleich dazu, weil ich verschweiße nicht nach jedem Vorgang. Aber da gleich als Tipp von mir oder so, wie ich die halt genutzt habe, einfach um ein bisschen Beutel zu sparen, ein bisschen länger damit eben noch auszukommen. Nur, dass ihr das nochmal eben hier seht. Also das wäre der ganz kleinste Beutel fürs kleinste Geschäft. Super für während der Fahrt zwischendrin. Und ihr seht ja, die sind jetzt hier abgeschnitten. Das war jetzt gerade hier die Taste, die ich gedrückt habe mit dem ja, mit der Schere. Das heißt, ich kann mir entweder jeden Beutel einzeln schneiden lassen und einzeln rausnehmen oder ich mache eine Beutelkette. Die habe ich euch mal vorbereitet. So würde jetzt zum Beispiel eine Beutelkette ausschauen, weil der muss ja nicht jedes Mal abschneiden.
Das heißt, wir haben jetzt hier einmal ein kleines Geschäft, ein bisschen größeres Geschäft und ein ganz großes Geschäft in so einer Beutelkette. Und irgendwann, wenn er sagt, es passt bei mir unten nicht mehr rein, schneidet er dann ab. Das sind normalerweise so 5, 6 Toilettengänge. Und dann sagt er, jetzt musst du mal die Schachtel kurz rausnehmen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Toilette hat jetzt fertig geschweißt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unseren Einzelbeutel da raus. Und da seht ihr jetzt, das ist ein großer Beutel. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben da ja einiges reingekippt. In Müll, quasi ein großes Geschäft summiert, nochmal ein kleines dazu. Und das war der große Beutel und es passt immer noch was rein. Also ihr versteht, ich kann die Größe ja wählen. Das kriegt man so im Laufe der Zeit raus, wie groß der Beutel sein muss für das Geschäft, was man eben da verbringt. Und jetzt kann ich das Ganze einfach in Restmüll schmeißen. Und umwelttechnisch, davon denke ich euch unten was, weil da viele immer schreien, Plastik, Plastik. Tatsächlich ist die Toilette umwelttechnisch besser wie eine Chemietoilette, wenn ich es mit Chemie verwende. Aber das ist ein anderer Punkt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie so ein Verschweißvorgang passiert, also was da innen drin passiert. Bevor ich dazu komme, nochmal kurz ein Punkt, der extrem positiv ist: Toilettenpapier. Wir müssen ja in der Regel bei den Kassettentoiletten spezielles dünnes Papier nehmen. Da gibt es einmal das etwas teurere, wie zum Beispiel hier von Tedford. Das hatte ich jetzt noch über. Oder auch einlagiges Papier, was man dann nehmen kann, damit man es eben wieder durch den kleinen Ausguss rauskriegt, weil, da hole ich jetzt nochmal die Toilette. So, entschuldigt, es ist halt eng. Wir müssen ja alles bei so einer Kassettentoilette durch dieses kleine Rohr rausbringen. Und deswegen sieht man ja, wie gesagt, eben da so dünneres Papier. Und dieses Problem haben wir eben mit der Klesana nicht, weil da haben wir es ja direkt im Beutel. Das ist also auch nochmal ein Vorteil. Ein extremer Vorteil, weil wir können richtiges, gescheites, mehrlagiges Toilettenpapier nehmen. Das ist halt dann auch nicht so rau. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich lege euch jetzt mal die Handykamera in die Toilette, damit ihr mal seht. Also ich hoffe mal, wir können es dann erkennen, was passiert im Inneren, dass ihr euch das mal so vorstellen könnt. Wir haben jetzt quasi die Spültaste gedrückt und jetzt sehen wir, das haben wir vorher kurz mal gehört, der Lüfter ist angegangen. Das heißt, der hat das ein bisschen zusammengezogen. Jetzt fahren die Backen zusammen. Er hat es nochmal ein Stück runtergedrückt und jetzt startet dann quasi der Verschweißvorgang. Dazu brauchen wir Strom, deswegen muss man auch ein bisschen dickeres Kabel mit einem größeren Querschnitt eben von der Batterie zur Toilette legen. Das habe ich aber schon in dem ersten Video ja alles beschrieben und gezeigt. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass die Toilette jetzt dann eben, also nachdem sie jetzt verschweißt hat, wenn sie fertig ist, fährt sie jetzt wieder auseinander ein Stück und transportiert quasi die Folie wieder nach unten. Und ja, dann kann der nächste quasi draufgehen. Was sieht man jetzt hier? Jetzt fährt es ein Stück auseinander. Und jetzt habt ihr so mal die Live-Zeit, wie lange so eine Verschweißung dauert. Willkommen zum Toilettentalk, beziehungsweise meinem Fazit. Und ein paar Benutzungstipps oder wie ich halt die Toilette benutzt habe, weil ich sie nicht unbedingt genauso benutze, wie sie vielleicht vorgesehen ist. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Erstmal möchte ich noch erwähnen, es gibt von Klesana, habt ihr in dem ersten Video von mir schon gesehen, diese Absorber. Das heißt, man bieselt rein, schmeißt einen Absorber nach und drückt dann erst die Spülung. Dann kristallisiert es so ein bisschen, ist keine direkte Flüssigkeit mehr. Ich habe die am Anfang genommen, bin aber dann davon weggekommen, weil ich brauche sie nicht. Na, das muss jeder immer selber wissen, ob er das nutzen will oder nicht. Bestellt euch mal einen mit, probiert es aus, aber ich komme ohne den Dingern auch ganz gut klar. Die sind zwar nicht teuer, aber es funktioniert so auch. Meine Meinung. Aber probiert es gerne trotzdem aus. Ja. Ein weiterer Hinweis, den ich noch habe, das habe ich euch im ersten Video nicht gezeigt. Es gibt ja quasi so eine Anleitung, dass sich ein Händler auch so ein Aufputzgehäuse zum Beispiel 3D drucken kann. Für dieses Display. Das ist eine ganz coole Geschichte, weil ihr seht das ja auch bei mir hier hinten. Ich habe noch die originale Klospülung hier drin, einfach aus dem Grund, warum ich den Ausschnitt jetzt nicht gemacht habe. Wenn ich das Auto irgendwann verkaufe, dann will ich meine Klesana-Toilette mitnehmen. Ja, ich will sie dann nicht drin lassen, sondern weil ich bin einfach zufrieden damit, ich will sie wieder ins nächste Auto mitnehmen. Und deswegen kann sich es vielleicht rentieren, dass man das Aufputzgehäuse nimmt eben zum Montieren, hat man einfach den Vorteil, man kann es eben rückstandslos dann wieder mit rausnehmen. Nur so ein Hinweis, da könnt ihr euch von eurem Händler ja mal beraten lassen. Dann jetzt zur Benutzung. Es gibt ja diese Endlosbeutel und es gibt diese Einzelbeutel.
Das kann man sich ja selber entscheiden, wann man das will. Das müsst ihr auch für euch herausfinden, was sinnvoll ist. Was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, der Verschweißvorgang geht ja recht schnell. Habt ihr ja gerade gesehen, das war ja, hat man ja gesehen jetzt in dem Video von unten, dass ich euch da mal mit eingeblendet habe vorhin, was da so passiert. Das war jetzt ein normaler Verschweißvorgang. Wenn ich jetzt sage, ihr sollt es zusätzlich noch abtrennen, nach jedem Mal aufs Klo gehen, dann dauert das Abtrennen nochmal ungefähr so lange wie der Verschweißvorgang selber. Und das ist zu lange, also finde ich jetzt, wenn vier Leute hintereinander während der Fahrt aufs Klo gehen wollen. Ja, deswegen nehme ich eigentlich eher diese Endlos-Beutelrolle, weil das hat halt den Vorteil, du gehst aufs Klo, drückst die Spülung, wäschst dir die Hände und bis du zur Tür raus bist, kann eigentlich schon wieder der Nächste kommen und aufs Klo gehen. Ja, wenn du allerdings jetzt sagst, okay, ich bin jetzt auf der Rückfahrt und das ist die letzte Toilettenbenutzung vor. Nach dem Urlaub oder wie auch immer, dann nehme ich diesen Abschnitt, dass ich sage, okay, ich kann das entsorgen und habe die Toilette quasi wieder gleich frisch. Das müsst ihr aber selber ausprobieren. Es ist beides eine gute Möglichkeit. Ich nutze die Toilette auch noch ein bisschen anders, wie es vielleicht vorgesehen ist oder so, weil ich will halt ein bisschen Beutel auch sparen und ich habe halt für mich herausgefunden, ich muss nicht nach jedem Mal aufs Klo gehen spülen. Es ist aber so eine Sache auch, seid ihr jetzt allein unterwegs oder allein im Auto oder seid ihr mit mehreren Personen im Auto? Ich bin häufig jetzt auch mal allein unterwegs gewesen für ein paar Touren und habe halt für mich herausgefunden, klar, nach einem großen Geschäft musst du jedes Mal verschweißen und spülen, aber wenn du jetzt nur aufs Klo gehst, bieseln, dann kannst du einmal gehen und verschweißen oder du lässt es halt einfach drin. Und gehst ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal noch drauf und machst halt dann einfach einen größeren Beutel und hast alles drin. Somit sparst du ein bisschen Foliendeiner und es funktioniert für mich auch. Klar, bei einer größeren Temperatur mit Hitze fängt es irgendwann zu stinken an. Da gibt es aber auch eine Firma, das, also wenn das mal spruchreif ist, verlinke ich euch mit unten. Da kann man ein paar Tropfen reintun, so, dann da duftet es ein bisschen, habe ich aber auch nicht gebraucht, weil, also mein, über Toilettengänge zu reden, ist immer ein bisschen schwierig. In dem Video, seht es mir jetzt bitte nach, aber in der Früh geht man in der Regel einmal aufs Klo. Ne? So. Dann muss man vielleicht am Vormittag noch zweimal, je nachdem wie viel man im Urlaub trinkt, muss dann am Nachmittag noch zweimal und dann spült man halt irgendwann mal. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das funktioniert, bei mir hat das funktioniert. Klar, irgendwann fängt es zu stinken an, aber das stinkt nicht nach 2, 3 Stunden schon. Aber. Außer ihr habt vielleicht Spargel gegessen. Also, dass ihr versteht, man kann das also auch rauszögern. Man kann ein paar Mal draufgehen, dann spülen und dann verbraucht man auch somit weniger Folienliner. Grundsätzliches Fazit zu der Toilette. Gab es Probleme? Das möchte ich euch nicht verheimlichen. Ich möchte ehrlich sein. Ja, ich hatte diese Toilette ja, ich hatte noch einen Prototypen von der Toilette zuerst verbaut. Und da sind tatsächlich mir ein paar Dinge aufgefallen, die noch nicht ganz so schön gelöst gewesen sind. Und da war aber auch echt, das war, ist super gelaufen. Ich habe mich da mit Lisanne in Verbindung gesetzt und habe gesagt, passt mal auf, Leute, das und das ist vielleicht noch nicht ganz so schön. Die haben das behoben umgesetzt und daraus jetzt echt auch ein super Produkt gemacht. Ja. Also mittlerweile läuft die Toilette. Ich habe jetzt keine Probleme mehr. Die funktioniert, tut das, was sie soll. Sie verpackt meine Exkremente, mein Müll, was auch immer. Und ist eine super Sache. Ja. Ihr könnt da wirklich alles Mögliche mit einschweißen und könnt es dann als Restmülltüte entsorgen. Das ist echt praktisch, weil dadurch spart ihr euch auch mitunter Restmülltüten. Also ich habe es ja vorher schon mal kurz erwähnt, aber man kann da seine Essensreste mit reinpacken. Ja, und dann kann ich ja trotzdem nochmal drauf gehen und bieseln und dann verschweißen, damit ich nichts verschwende. Ja. Man kann da Müll mit verpacken und so weiter. Also ich brauche quasi nahezu keine Müllbeutel mehr, weil ich da alles einfach in die Toilette mit reinhaue. Das ist schon ein Vorteil. Man muss sich daran gewöhnen, das allererste Mal großes Geschäft auf der Toilette war sehr gewöhnungsbedürftig, weil man halt einfach in Plastik reinmacht. Das macht man sonst nicht. Ja. Aber es ist also wesentlich hygienischer und wesentlich praktischer wie mit der Kassettentoilette. Weil ich habe da auch in die Kassettentoilette immer Einlagen benutzt. Das macht ihr wahrscheinlich genauso. Weil wenn da was an die Schüssel geht, das lässt sich einfach nicht runterspülen gescheit. Und dann musst du immer nachputzen. Habe ich da auch immer Einlagen gehabt. Das ist, verbrauchst du genauso Einlagen. Und produzierst Müll und musst es ausleeren, das ist nicht gut. Das hier ist echt eine super Sache. Also ich für meine Seite kann sagen, ich bin mit der Toilette echt zufrieden und ich kriege da kein Geld dafür, um euch das jetzt hier zu erzählen, um Gottes Willen. Ich bin zufrieden mit der Toilette, sie funktioniert, sie macht, was sie soll. Und gerade für so Kurztrips, also für wen, um die Frage noch zu klären, für wen ist die Toilette sinnvoll?
die Toilette, also meine Meinung immer, ne? Die Toilette ist sinnvoll, wenn du sagst, gut, du bist auch im Winter zum Beispiel unterwegs und willst nicht immer dein Wassersystem füllen, weil du brauchst für die Toilette kein Wasser. Das ist ein Riesenvorteil. Ich bin auch Wintercamper, aber ich bin im Winter nicht tagelang unterwegs und wochenlang unterwegs, sondern halt immer nur mal vielleicht übers Wochenende und fülle da oftmals gar nicht Wasser ein. Also ich habe früher immer mit Flaschen nachgespült, weil ich einfach keine Lust hatte, im Winter immer dann das ganze Wassersystem wieder leer zu kriegen, wieder mit Luft auszupumpen, damit nicht irgendwelche, gerade bei der Toilette, bei der Kassettentoilette war das ja immer das Problem, dass wenn da noch Wasser steht in diesem Magnetventil, dann platzt es auf und macht halt einfach nur Ärger. Deswegen habe ich da gar nicht mehr Wasser eingefüllt, sondern immer nur nachgegeben. Und mit der Flasche eben. Und das ist jetzt so eine echt praktische Sache, weil ich muss kein Wasser mehr einfüllen. Also das ist ein Vorteil. Dann, für wen ist die Toilette noch geeignet? Für alle, die halt eben mal so Kurztrips überhaupt auch im Sommer machen. Ja, wo ich sage, ich habe nicht Lust, wenn ich nur das Wochenende überfahre, dass ich jedes Mal daheim die Kassettentoilette, klar, ausleeren muss ich sie, das muss ich mit dem auch, aber dann greife ich unten rein, nimm meine zwei Beutel raus und schmeiße sie in den Müll, wenn ich zurück bin. Also ist auch ein Vorteil. Ne? Und so. Ich muss sie halt nicht ausspülen und reinigen, weil auch eine normale Kassettentoilette, wenn man nur ausspült und nicht reinigt, die ist auch irgendwann gammelig. Gell? Also das kennt ihr ja alle. Also fast jeder von euch wird eine Kassettentoilette in seinem Auto drin haben. Und dann muss man sie daheim wieder das Mittel einfüllen, dann wieder ein paar Tage stehen lassen. So, ihr kennt das ja alle. Und das fällt halt da komplett weg. Gell? Auch für die normalen Standardurlaube, die die meisten, so wie ich oder ihr, halt verbringt, dass man halt mal für eine Woche oder 2 Wochen im Sommer irgendwo hinfährt und die Toilette nutzt oder halt mal so für ein paar Tagesausflüge. Dafür ist es perfekt. Wenn ihr allerdings, und das muss auch zu erwähnen sein, 365 Tage im Jahr im Auto lebt, dann ist dieses System wahrscheinlich nicht perfekt für euch. Dann ist aber auch kein Kassettentoilettensystem perfekt für euch, weil halt einfach das sonst mit den Beuteln irgendwann zu teuer wird. Man kommt wirklich, also das ist sehr schwer zu sagen, also das ist ja so die Frage, wie lange kommst du mit einem so einem Beutel hin oder mit einem so einem Folienliner? Das ist ganz schwer zu sagen, weil man nützt nicht hundertprozentig die Toilette. Also ich habe es versucht, wirklich zu 100% immer diese Toilette zu nutzen, aber es geht nicht immer. Du bist auch mal ein bisschen weiter weg, machst eine Radeltour oder bist am Strand oder sonst wieder, nützt du natürlich da dort, wenn du bieseln musst, da dort in das Klo. Ist ganz klar. Aber ich komme so im Schnitt, würde ich mal sagen, mit einem Folienliner, pro Packung sind ja zwei immer drin, ne? Mit einem Folienliner so ungefähr 2 Wochen. Ungefähr 2 Wochen. Es kann ein bisschen weniger sein, kann aber auch ein bisschen mehr sein. Das kommt immer so darauf an, wie intensiv man die Toilette nutzt und ob man wirklich nach jedem Mal spült oder ob man sagt, okay, ich kann wirklich auch 2-3 Mal draufgehen und dann halt erst spülen. Weil was anderes macht ihr mit der Kassettentoilette auch nicht, gell? Da spült ihr zwar nach, aber das, was euer Vorheriger reingemacht hat, ist da immer noch drin. Ne? Also das ist auch nicht schlimm, wenn die Familie jetzt da nacheinander drauf geht und spült, wenn es jetzt ist oder so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ist echt eine super Sache, also ich bin zufrieden damit. Ich werde auch auf campingberichte.de, habe ich ja einen Artikel darüber geschrieben, den werde ich auch weiterführen und werde euch da, wenn mir jetzt noch irgendwas aufgefallen ist oder sonst wie, werde ich auch die Sachen da noch aktualisieren. Ja, was kann sich immer was ändern? Klesane arbeitet ja zum Beispiel an einem Folienliner, der sich dann irgendwie umwelttechnisch abbauen kann oder so, aber das ist noch nicht so spruchreif. Sie arbeiten auch dran. An einem Einsatz, also das geht dann auch mit der C1, da muss man sich keine neue Toilette kaufen. Sie arbeiten daran, dass man zum Beispiel auch fest und flüssig nochmal trennen kann, ähnlich wie bei einer Trenntoilette. Also da wird noch einiges kommen. Das ist eine coole Firma. Ich habe den Chef persönlich kennengelernt, der war auch nur hier bei mir, wie ich dieses eine Problem hatte, wovon ich gesprochen habe. Ist wirklich ein netter Kerl und die versuchen auch wirklich die. Also wenn dir jetzt irgendwas einfällt, wo du sagst, das könnte man besser am Display anzeigen oder sonst irgendwas, versuchen die das mit aufzunehmen. Und man kann auch zum Beispiel bei der Toilette, kann man Updates machen. Ja, also ich gebe euch ein Beispiel, was mich gestört hat. Ist vielleicht lächerlich, aber da war quasi eine LED, die hat dauerhaft geleuchtet. Da habe ich gesagt, das muss eigentlich nicht sein, weil es gibt Leute, die haben jetzt nicht wie ich eine Tür, die man beim Badezimmer zumachen kann, sondern es gibt ja auch Wohnmobile, da ist die Toilette offen im Raum. Ja, mit diesen Türen zum Zumachen kennt ihr ja, ne? Auf der einen Seite Dusche, auf der anderen Seite Toilette. Und da hätte das nachts gestört, dass das Licht leuchtet. Ja? Haben die aufgenommen, haben gesagt, das ist eine super Idee, programmieren wir um und fertig. Ja? Also das ist toll, dass man auch sein Feedback mit dazugeben kann. Und die, wenn es möglich ist, nehmen die das eben mit auf. Ja? Aber ich muss sagen, mittlerweile läuft sie top.
macht, was sie soll. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber ist halt einfach so. Und genau, also wenn ihr noch Fragen habt, auch zur Benutzung, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, zu erwähnen noch, Klesana hat ja jetzt auch einen Shop, wo man direkt bei ihnen die Folienliner bestellen kann. Das habe ich ausprobiert. Kam erst, hat 3 Tage, glaube ich, gedauert, dann waren die da. Das heißt auch so, wenn man sagt, man will sich nochmal Liner vor dem Urlaub bestellen oder so, dann kann man das bei Klesana auch direkt machen, falls jetzt die Händler mal gerade nichts da haben oder so. Genau. Nee, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch so, ich habe jetzt auch, glaube ich, nichts vergessen zu erwähnen, weil es funktioniert halt einfach, ist ein super Ding, hat ziemlich viele Vorteile im Vergleich zu einer anderen Toilette. Genau, also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal damit unterstützt. Gerne auch ein Abo dalassen und schaut euch, wie gesagt, noch das andere Klesana-Video an. Ich mache es mal hier rein, eben was wir sonst noch vom Einbau da, was ich eben gezeigt habe. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, viele schöne Campingurlaube, ob mit oder ohne Klesana. Euer Andi, ciao.